Ich warte schon 20 Minuten. Guten Tag, Herr Buchhucker. Verzeihen Sie die Verspätung. Sind Sie bereit? Ja. Also direkt zur Sache. Wir müssen unbedingt ein genaues Bild der Bedrohungslage durch die Außerirdischen kriegen. Folgende Fragen sind unbedingt zu klären. Warum ist er der Einzige, der mit uns Kontakt aufnimmt? Könnten uns auch andere kontaktieren und vor allem könnten Außerirdische zur Erde kommen? Das müssen wir unbedingt wissen. Ich werde es versuchen, aber das sind ziemlich viele Fragen. Wie soll ich das anstellen? Er will doch immer nur an den Ohren spielen. Es geht los. Das kriegen Sie schon hin. Viel Glück und bis gleich. Hallo Köschkraft. Oh. Hallo Georg, mein Lieblingserdling. Wie geht's dir heute? Meine Kirsche steht schon mächtig unter Druck. Ist auch schon geil, mein Schweineöhrchen. Es geht. Sag mal, wieso bist du eigentlich der Einzige von deinem Planeten, der die Erde kontaktiert? Bin ich der Einzige? Vielleicht ist sonst keiner auf die Idee gekommen. Viele sind auch prüde oder haben andere Geschmäcker. Ich stehe auf eure Ohrläppchen. Also lass mich endlich deins bewundern. Ja, gleich. Eine Frage noch. Könnten Außerirdische zur Erde kommen? Ja, aber so doof ist keiner. Wieso? Weil die Erde ein Planet der Risikoklasse 10 ist. Was heißt das? Ach, Georg, wir wollten doch schön wichsen. Nur die Frage noch. Dann rubbel ich mir mein Ohr, bis es qualmt. Oh. Oh. Risikoklasse 10 bedeutet, ihr könnt jeden Moment in die Luft fliegen. Was? Wieso das denn? Georg, du hattest mir was versprochen. Aber... Jetzt mach! Okay. Ah. Oh. 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 Das wird gut. Bis morgen. Ciao. Und? Zufrieden? Zufrieden? Mein Gott, Sie hätten doch nachhaken müssen, anstatt sich Ihr Ohr zu rummeln. Ich hatte es versprochen. Ich wollte ihn nicht nerven. Ich habe alle Fragen gestellt, die ich stellen sollte. Ja, und was war die Antwort? Schlimm genug, dass die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Ja, aber sie werden es nicht tun. Ja, und warum? Weil sie die Erde zerstören werden und sie fragen nicht nach? Dann frage ich halt morgen. Falls wir morgen nicht schon atomisiert werden. Wer weiß, was die Außerirdischen vorhaben. Vielleicht bereiten sie gerade einen Präventivschlag vor, weil sie uns als Bedrohung empfinden. So klang das nicht gerade. Vielleicht ein Komet oder sowas. Ich krieg doch trotzdem meine $500. Ja. Wenn Sie sonst keine Sorgen haben, morgen wieder die gleiche Zeit. Also glauben Sie ja auch an morgen. Was bleibt uns anderes übrig? Wir werden den Präsidenten evakuieren und die Streitkräfte alarmieren. Sonst können wir nichts tun, außer zu beten. Wenn Sie meinen. Ich kann mich darauf verlassen, morgen Sie wieder an dieser Stelle zu treffen? Ja, wenn das Geld da ist, bin ich auch da. Das ist die Hauptsache. Auch wenn Ihre Einstellung angesichts... Gut, lassen wir das. Bis morgen. Langsam frage ich mich,